Ja, hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin's wieder, euer Dieter. Ja, heute einfach mal so ganz faul vom Sofa weg, habe ich mir mal gedacht, ich mache heute mal eine Einschätzungssendung, und zwar schätze ich jetzt einfach mal so ein paar YouTuber ein und kommentiere das Ganze auch. Und zwar widme ich mich heute mal Tanzverbot. Tanzverbot habe ich in den letzten Wochen so ein bisschen begleitet. Ich habe mir seine Videos angeguckt. Ich habe auch ein bisschen was kommentiert. Und ja, habe mir dazu auch ein oder andere Gedanken gemacht. Und zwar habe ich mir dann mal Gedanken gemacht, wie sind eigentlich YouTuber groß geworden, oder wie ist der einzelne YouTuber groß geworden? Und bei Tanzverbot ist das so. Am Anfang hat er noch Counter-Strike gezockt, also CSGO. Hat sich dort einige Abonnenten ergaunern können oder erhaschen können. Dann hat er angefangen, über andere herzuziehen auf YouTube. Hat dann halt Ansagen gemacht gegen diverse Leute. Ich glaube, einer seiner Leute, die er angegriffen hat, das war Montana Black. Zudem hat er aber letzten Video gemacht, wo er sich entschuldigt, wo er gesagt hat, man ändert sich ja auch und man wird reifer und dies und das und jenes. Da kommen wir aber gleich noch zu. Worauf ich hinaus will, ist, am Anfang, wie gesagt, hat er noch Let's Plays gemacht, und die Leute sind auf ihn gekommen oder haben ihn geschaut wegen Counter-Strike. Dann diese ganzen Ansagen, die er gemacht hat, da haben die Leute ihn geguckt wegen den Ansagen. Ja, mittlerweile ist es halt so, ja, er zeigt irgendwie einen langweiligen Einkauf, den er macht, oder seinen Einkauf von dann und dann und dies und das. Mag für den einen oder anderen ja ganz toll sein. Das ist wahrscheinlich die Unter uns und GZSZ-Generation oder Berlin Tag und Nacht oder Köln Schlag mich tot, was es da gibt. Das sind ja diese Soaps, die es so im Fernsehen gibt. Und ich denke, Tanzi ist in der Hinsicht auch so eine kleine Soap, weil die Leute gucken sich seine Videos an, wo er zum Beispiel auf dem Bett sitzt. Seine Kamera ist jetzt so gerichtet, dass er auch noch einen Teil vom hinteren Bett zeigt. Dort könnt ihr dann erkennen, da sind so ein paar ja wahrscheinlich zugewichste Zewa-Tücher. Und er sagt dann auch noch unverblümt, dass er sich vorher irgendwie noch eingeschleudert hat. Das mag vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant sein, aber ich glaube nicht, dass das die Erfüllung ist eines, ja, wie soll ich sagen, Entertainer oder Unterhalter. Wie wird das weitergehen? Will er jetzt in jedem Video, was er bringt, irgendwie erzählen, dass er sich einen runterholt oder dass er sich gerade wieder ein Foto vorgenommen hat, wo er sich einen drauf keult oder sowas? Ich weiß nicht, ob das so, das ist, was die Leute halt sehen wollen. Und ich denke mir, wenn der Content sich nicht ändert, das heißt, auch mal wieder was Interessantes kommt, werden wahrscheinlich auch wieder Abonnenten abspringen. Und hier ist halt so ein Punkt auf YouTube, was ich beobachtet habe, auch noch bei sehr vielen anderen Usern. Ich werde auch in meinen nächsten Videos auf andere User noch eingehen, wo ich dann meine Einschätzung zu abgeben werde. Das ist halt so, es wiederholt sich alles, der ganze Content, es ändert sich nichts. Also es gibt wenige YouTuber, die ständig irgendwelche Neuheiten bringen. Ich meine, ich will Tanzi damit nicht auf den Schlips treten oder sowas. Ey, keine Frage. Erstmal hat er über 500.000 Abonnenten, dafür schon mal Hut ab. Und die kommen ja auch nicht von irgendwo her, die Abonnenten. Die muss er ja irgendwie auch auf seine Seite gezogen haben. Das ist ja auch alles ganz in Ordnung.
Nur denke ich mir, dass er da auch irgendwie was ändern muss. Denn so wie er das momentan macht und auch mit den Videos hier vom Bodensee, die er jetzt gerade vor ein paar Tagen gebracht hat, alles schön und gut. Da war dann eine Roomtour bei mit seiner Ferienwohnung. Ja, Mensch, toll, dass man in den Ferien ist, dass man Urlaub macht, dass man seine User vielleicht auch noch mit dran teilhaben lässt. Aber Tanzi, was haben wir denn gesehen? Wir haben ein Stück vom Bodensee gesehen. Du warst einmal irgendwie mit dem Lift auf irgend so einem Berg oben. Ja, und das war's dann auch. Und mehr gab's da auch nicht. Und ich frage mich, ob da irgendwie noch was anderes kommt. Ich meine, deine Livestreams zum Beispiel. Ich habe deinen letzten Livestream, der knapp 5 Stunden ging, den habe ich verfolgt. Ich habe mir das auch angeguckt. Ich habe auch zugeschaut, wie viel Donations du bekommen hast und und. Also, du hast die Leute, du bist auch interessant für die Leute, aber du solltest dir wahrscheinlich auch mal Gedanken machen, dass du frischen Content bringst, vielleicht auch mal rausgehst, weil auch wenn du draußen warst und deine Videos gemacht hast, oder diese 2, 3, 4 Videos, die du da in deinem Leben gemacht hast, draußen, die sind gut frequentiert. Aber das, was du zum Beispiel in der Wohnung zeigst, auch wo du mit deiner GoPro darum gehst und wieder alles zeigst, was auf dem Boden liegt und diesen ganzen Müll und so. Ich meine, wir wollen nicht, oder die User wollen wahrscheinlich nicht, dass wir in einem Jahr ein Video haben, wie so ein Messi-Aufräumtrupp zu dir kommt und erstmal deine Wohnung entmüllen muss. Wahrscheinlich dann draußen so ein 40-Fuß-Container stehen hat und der bis zur Kante Oberfläche voll ist mit irgendwelchen Ranz. Ich glaube, das ist nicht so der Burner. Und eigentlich bist du vom Typ her meiner Meinung nach nicht so, dass dich das kalt lässt. Ich meine, dich riecht das wahrscheinlich auch auf. Das Dumme ist, du bist ziemlich jung, du bist 20 Jahre alt, hast wahrscheinlich auch noch nie in deinem Leben richtig gearbeitet, bist froh, dass du jetzt dein Einkommen auf YouTube hast, ist ja auch okay. Ich glaube, da würde sich jeder darüber freuen, wenn er auf YouTube sein Einkommen hat. Aber daran kannst du dich nicht festhalten. Also, wie gesagt, wenn du nicht irgendwie was Neues bringst, so zum Beispiel wie ein Herr Julian Bam, der ja richtig geile Teile bringt. Man sieht es auch an seinen Abonnenten und an seinen Videos. Da gibt es zum Beispiel hier das Santa-Video, was 10 Millionen Mal angeklickt wurde und so weiter. Er bringt immer ständig neuen Content. Gut, er hat jetzt auch eine Roomtour dabei gehabt, wie das wahrscheinlich gerade jeder auf YouTube macht, der sich irgendwie was Neues gegönnt hat. Da gibt es dauernd Roomtouren. Dazu mache ich demnächst auch noch ein Video. Mal gucken. Aber das ist nicht das, was ich damit aussagen will. Ich will damit nur aussagen, Tanzi, du bist eigentlich ein feiner Typ. Du bist ehrlich heraus. Du nimmst auch kein Blatt vom Mund. Du sagst das, was dir gerade im Kopf herumschwirrt, finde ich ganz in Ordnung. Dein Sinneswandel, der jetzt gerade am Bodensee geschehen ist, der ist auch in Ordnung. Man wird ja nicht jünger, man wird ja älter. Aber ich hatte so das Gefühl, dass du dieses Video nicht unbedingt aus eigenem Willen gemacht hast. Also ich hatte so das Gefühl, dass du in dem Video was gesagt hast, was du eigentlich aber nicht so gemeint hast. Also als wenn es dir auferlegt wurde, sowas zu sagen. Ist jetzt nur meine Einschätzung. Ich kann mich auch ändern, keine Frage. Aber ich denke mal so, dass ich gar nicht so ganz verkehrt liege, wenn ich das sage. In der Hinsicht wollte ich einfach nur sagen, ansonsten, Tanzi, bist du echt ein cooler Typ. Einige Videos finde ich auch klasse. Die letzten, gut, das gucke ich mir alles nicht mehr ganz so toll an oder nicht mehr so mit Enthusiasmus. Weil ich der Meinung bin, bevor da nicht was Neues kommt oder du wieder einen Livestream machst,
auch mal über irgendwas berichtest, was du dir anguckst, denke ich mir, werde ich das auch nicht sehen. Und was ich dir noch sagen wollte, zu deinem Halloween-Video, wo du sagst, dass du ja alleine bist, keine Freunde hast und so, da wollte ich dir noch mal sagen, du solltest auch mal rausgehen vor der Tür, unter Leute gehen, nicht nur um irgendein Video zu machen von deinem Einkauf oder sonst was, sondern du sollst auch mal rausgehen zu den Leuten und mit den Leuten sprechen, weil nur so bekommt man Freunde. Abonnenten sind keine Freunde, das sind die Leute, die dir ja quasi das Geld bringen, wenn sie deine Videos angucken, aber das sind garantiert keine Freunde. Denn Freunde hat man nur sehr wenige im Leben und die sieht man immer dann, wenn man eigentlich nichts hat, wenn man am Boden zerstört ist, dann sieht man, wo meine Freunde sind oder wo die Freunde sind. Wenn die dann immer noch zu dir halten, die Leute, und sich auch immer noch mit dir abgeben, dann sind es Freunde. Aber ansonsten, Kilian, aka Tanzverbot, würde ich mal sagen, gibt es Freunde heutzutage auf jeden Fall nicht im Internet. Also du solltest dir, wenn schon, im privaten Leben oder draußen halt Freunde suchen, denn das sind Freunde und nicht das, was im Internet als Kommentar schreibt, ich bin dein Freund oder wir sind doch Freunde. Dem ist nicht so. Die hast du immer nur in den Kommentaren gesehen oder wenn sie dir mal was schreiben, wenn sie dir ein Like geben und ein Abo geben. Aber es sind nicht unbedingt Freunde. Das solltest du dir mal zu Herzen nehmen. Ansonsten bist du ein feiner Typ. Bleib vom Charakter so, wie du bist, aber sieh zu, dass du ein bisschen was an deinen Videos änderst. Und ja, das war's eigentlich für heute zum Thema Einschätzung Tanzverbot. Ich würde mich freuen, wenn ich euch in einem meiner nächsten Videos wiedersehe. Ihr könnt auch gerne ein Like da lassen oder auch ein böses Kommi. Ich antworte auf sehr vielen Kommentaren. Nur wenn irgendwas saublödes geschrieben ist, da antworte ich natürlich nicht drauf, weil sowas würde mich nur aufregen und da habe ich keinen Bock drauf, auch nicht die Kraft zu. Ich bin herzkrank. Ich habe einen Herzinfarkt gehabt und ein halbes Jahr später Krebs. Ich muss so ein bisschen auf meine Gesundheit achten, deswegen mache ich jetzt zum Beispiel auch Videos, weil ich Zeit habe ohne Ende. Und ja. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich euch sehe in einem meiner nächsten Videos. Lasst bitte ein Abo da, ein Like oder ein Kommi. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Bis dahin, euer Dieter. Ciao.